Ich beschäftige mich mit Ayurveda jetzt seit 30 Jahren, gehöre also so ein bisschen zu den Pionieren in Deutschland in diesem Bereich und bin lange in der ernährungsmedizinischen Fortbildung von Ärzten tätig gewesen und dann hauptberuflich sozusagen mit der Studienleitung Ayurveda-Medizin zurückgekommen zum Ayurveda und bin außerdem auch psychotherapeutisch aktiv. Das ist kurz zu meiner Person. Ich kann natürlich da so einfach nur in so einem Vortrag ein paar allgemeine Gedanken teilen und wer sich schon mehr mit Stress und solchen Phänomenen beschäftigt hat, der wird dann auch einiges wiedererkennen und man wird sehen, dass der Ayurveda jetzt nicht sagt, er findet das Rad neu und es ist alles ganz anders und so weiter. Es gibt ja unheimlich gute Forschung auch in diesem Sektor und auch sehr ganzheitliche Konzepte und Programme und so weiter. Aber trotzdem glaube ich, kann die Ayurveda-Sicht und auch das psychologische Konzept, was hinter dem Ayurveda und letzten Endes auch hinter dem Yoga steht, uns da doch sehr, sehr gut helfen. Um das vielleicht mal am Anfang einfach zu sagen, wir als Menschen haben ja immer die Tendenz, die Schuld auf andere zu schieben. Also die Umstände sind schuld und die Arbeitsbedingungen und der Vorgesetzte und alle möglichen anderen Dinge sind schuld, warum wir gestresst sind. Und der Ayurveda stellt auch in seinem Konzept zur Entstehung von Erkrankungen die Eigenverantwortung in den Mittelpunkt. Also es ist wirklich so, dass für den Ayurveda wirklich auch der Krankheitsprozess eben oft bei falschen Entscheidungen liegt, die wir getroffen haben und die sich im Laufe der Zeit eben dann manifestieren und dazu führen, dass dann eben wirklich körperliche Störungen entstehen. Und das Zweite, was eben beim Stresskonzept eben noch dazu kommt, ist einfach, dass wir eben nicht nur Verhältnisse hier haben, die von außen auf uns zukommen, sondern wir haben eben eine bestimmte Art und Weise, die Umwelt zu verarbeiten. Also wie wir die Welt betrachten und sehen. Und wenn man etwas tiefer zum Beispiel in die Wahrnehmungspsychologie hineingeht, wird man feststellen, dass eben Wahrnehmung an sich, also von sinnlichen Gegenständen, ja auch eine Form von Konstruktion ist. Also wir konstruieren eine bestimmte Wirklichkeit, mit der wir die Welt interpretieren. So unbewusste Glaubenssätze wie die anderen sind gegen mich und sowas alles. Das sind alles solche Konzepte, die wir eben in unserem Kopf haben und die eben auch die Art und Weise, wie wir dann Stressoren, also Reize, die von außen kommen, verarbeiten und interpretieren, die hat halt ganz viel mit uns selbst zu tun und da können wir eben auch unmittelbar was dran ändern, wenn wir beginnen, daran zu arbeiten. Nicht nur der Ayurveda, auch der klassische Yoga ist eigentlich schon sehr stark präventiv. Also den Yoga-Sutras, dem Urtext der Yoga-Philosophie, heißt es Heyam Dukam Anagata. Das Unglück, das noch nicht eingetreten ist, das kann, darf, soll vermieden werden. Also wir haben eine Vergangenheit, die können wir nicht mehr beeinflussen. Wir haben eine Gegenwart, die können wir in gewissem Sinne auch nicht mehr beeinflussen, die ist jetzt ja schon gerade da. Sie sitzen jetzt alle hier und nicht in Frankfurt oder Köln oder München. Das können Sie jetzt auch nicht direkt verändern, außer Sie gehen raus, dann sind Sie aber nur ein Stück weg. Also nach Hamburg geht es so schnell nicht. Also, aber wir haben es in der Hand, die Zukunft zu beeinflussen. Und die Zukunft ist eben auch nicht etwas, was wir nur kurzfristig betrachten sollten. Also viele Erkrankungen sind ja so entstanden, dass wir Jahre darauf hingearbeitet haben, ohne es selbstbewusst zu wissen. Also Klassiker aus den Zivilisationserkrankungen, die ja auch sehr viele Menschen betreffen, oder eine der Erkrankungen, die besonders viele betrifft, ist eben der Diabetes Typ 2 und der
betrifft inzwischen, wenn man die Zahl der unerkannten Fälle mitrechnet, so ungefähr 10% unserer Bevölkerung. Und früher hieß das ja Altersdiabetes. Nicht? Inzwischen gibt es schon Kinder, die diesen Typ-2-Diabetes bekommen, weil sie im Mutterleib schon überernährt worden sind über ihre überernährte Mutter. Und es ist eben eine Erkrankung, die tatsächlich, wenn wir unser Essverhalten nehmen, wenn jemand das eben mit 50, Mitte 50 bekommt, ja, dann hat er eben auch für 30, 40 Jahre konsequent gearbeitet, damit er es auch schafft, diese Krankheit dann auch wirklich zu bekommen. Also das ist sehr, sehr deutlich. Ne? Und das wird auch in den ayurvedischen Klassikern, wird ja der Typ-2-Diabetes schon beschrieben. Und alle Faktoren, die die moderne Medizin herausgefunden hat, für diese Erkrankung als Lebensstilerkrankung, die werden auch im klassischen Ayurveda schon beschrieben. Weil auch vor 2000 Jahren gab es Reiche, und die Reichen haben diesen Couch-Potato-Lebensstil eben dementsprechend gepflegt, also wenig Bewegung, energiereiche Ernährung, noch weniger Bewegung, noch energiereichere Ernährung und dementsprechend das Ganze dann umgesetzt. Also ich zitiere nochmal aus dem Urtext des Ayurveda: Der falsche, nicht stattfindende und übermäßige Gebrauch der Zeit, der Unterscheidungskraft, der Sinne und der Objekte ist die Zusammenfassung der Ursachen der Erkrankung. Also wir benutzen die Ressourcen, die wir in unserem Leben haben, in einer Weise, dass wir sie entweder in eine falsche Richtung nutzen, gar nicht nutzen, oder zu viel nutzen, sodass es eben zu einer Überanstrengung und einer Überlastung des Systems kommt. Die Grundkrankheit, die wir ja eigentlich haben, ist die Zeitkrankheit. Also wir versuchen immer mehr in die Zeit hineinzupacken. Die Menschen haben, was Arbeitsbelastung und viele andere Dinge angeht, eigentlich mehr Zeit als jemals zuvor und trotzdem hat niemand Zeit. Trotzdem hetzen wir durch unser Leben hindurch und versuchen auch dann noch sozusagen, das ist ja auch der Trend, eben mehrere Kicks in einen Zeitpunkt noch reinzupacken, ja, um da noch mehr Genuss und noch mehr angebliche Lebensqualität irgendwie zu erlangen. Und es muss eben immer dann natürlich auch ein Mehr und ein Mehr sein und das, was langweilig geworden ist, muss ersetzt werden durch etwas noch Spannenderes und noch mehr irgendwie ein Kick bringen ist. Und, diese Zeitkrankheit ist dann eben auch nochmal zu übertragen, auch in die Berufswelt. Also die mentale Haltung, die Menschen haben, die viel Stress haben, also in verantwortlichen Positionen auch sind, ist ja, dass da so ein Allmachtsgefühl entsteht. Also dieses Gefühl, wenn ich es nicht tue, dann passiert es auch nicht. Wenn ich es noch nicht tue, dann geht der Laden den Bach runter. Ich bin derjenige, der es schafft. Ich habe es in der Hand. Ich kann es kontrollieren. Und wenn ich es mache, dann wird das Ganze noch erfolgreicher. Also die Illusion des Unersetzlichen, die aber eigentlich, wie man dann oft merkt, wenn Menschen in den Ruhestand gehen und dann kommt jemand anders. Es geht ja trotzdem immer weiter. Das ist ja eigentlich eben eine Illusion. Und da sozusagen, was ich anspreche, sind eben die Wurzeln dieses Stresskomplexes, der eben, und das ist das Problematische, wenn man sich das wirklich im Detail anschaut, kann man eigentlich sagen, fast alles kommt vom Stress. Also der Stress wirkt auf unseren Körper, insbesondere auf unser kardiovaskuläres System, Schmerzwahrnehmungen, Verdauungsstörungen, Reizdarmsyndrom, 4 Millionen Menschen in Deutschland und so weiter. Dann wirkt er aber auch auf unseren Geist, das heißt also unsere Leistungsfähigkeit wird ja eigentlich weniger, die Konzentration wird weniger, die Strukturiertheit wird weniger, es wirkt auf unsere Gefühle, die Emotionalität verändert sich. Das Wort Depression, da steckt ja Depressere drin, also das Herunterdrücken.
Also wir könnten uns zumindest bei der Erschöpfungsdepression vorstellen, dass da ein langer Prozess, dass ich drücke etwas weg, stattfindet und irgendwann hat man nicht mehr die Kraft, es wegzudrücken. Und dann kommt die Depression. Das heißt, die Depression ist auch nicht nur etwas, da gibt es natürlich, ist sehr komplex, es gibt genetische Disposition, familiäre Häufung, alles Mögliche, aber es steckt offensichtlich nicht nur darin, ich bin ein Opfer, sondern wir haben aktiv vorher auch etwas gemacht. Und dann natürlich der Klassiker, um das nochmal kurz zu erwähnen, die Frauen kriegen Depression und die Männer kriegen Burnout. Also die Frauen, das ist statistisch so, dass Frauen wesentlich häufiger von Depressionen betroffen sind, aber Männer können nicht gut dazu stehen, dass sie Depression haben. Und das ist dann eben der Burnout. Also ich bin eigentlich ein Held. Ich habe mich lange aufgeopfert und ich habe alles geschafft und deswegen bin ich jetzt ausgebrannt. Aber ich bin auf keinen Fall depressiv. Also medizinisch gesehen ist es so, dass Burnout eigentlich als Diagnose noch gar nicht etabliert ist. Und eigentlich könnte man es auch eben als eine Abart von Depression auch betrachten. Und wie gesagt, für die Männer ist das wesentlich akzeptabel, ein Held zu sein und dann unterzugehen. Also, das so auch zu diesem Thema Stress. Also, wichtig ist wirklich, dass wir selbst anfangen, eben uns zu fragen, wie schätzen wir bestimmte Situationen ein? Wie interpretiere ich das Verhalten anderer Menschen? Und wie stark resultiert daraus eine Stresserfahrung? Und natürlich ist das, und das ist heute Standard in der Psychotherapie bei den meisten Therapeuten, dass man eben nicht mehr rein pathologisch arbeitet, also guckt, was funktioniert alles nicht, sondern man arbeitet eben ressourcenorientiert. Das heißt, man fragt sich auch, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der sehr, sehr gut zum Ayurveda passt, welche Ressourcen, welche Möglichkeiten, welche Fähigkeiten hat ein Mensch, diese Probleme auch anzugehen und zu bewältigen. Und damit versucht man sich dann zu beschäftigen. Und der Ayurveda ist eben ein System, das ja grundlegend ein sehr, sehr positives Menschenbild hat. Der Ayurveda geht ja davon aus, dass wir alle in uns ein Selbst haben, einen Persönlichkeitskern haben, der nicht krank ist. Und das ist erstmal natürlich etwas, was auch den Blick eines Therapeuten auf den Patienten verändert. Wenn ich aufhöre zu gucken, das ist alles gestört, ja, sondern eben auch gucke, wo ist dieser gesunde Kern? Ein wunderbares Beispiel, den ich da gerne immer anführe, dafür ist ja der bekannte Physiker Stephen Hawking, der ja in seiner Jugendzeit unter ALS bekam und erkrankte und eben seit Jahrzehnten im Rollstuhl sitzt und nicht mehr sprechen kann und sich nur über so ein Computergerät verständigt. Ich denke, die meisten kennen ihn, oder? Es gab auch vor einigen Jahren einen Film über sein Leben. Nun, dieser Mann hat trotz dieser Krankheit in der Physik Bedeutendes hervorgebracht. Er hat Millionen Bestseller geschrieben, was nicht jedem theoretischen Physiker vergönnt ist. Er hat Kinderbücher geschrieben, der hat geheiratet, der hat Kinder gezeugt, der hat sich auch scheiden lassen und wieder geheiratet. Also, der hat ein reiches Leben geführt. Und führt es ja noch immer, er ist weit über 70 inzwischen. Er ist in seiner Lebenserwartung, was diese Krankheit angeht, jenseits aller Statistiken, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und die Frage ist jetzt, ist dieser Mensch gesund oder ist er nicht gesund? Also was ist unser Konzept von Gesundheit? Versuchen wir es zu reduzieren auf die rein körperliche Ebene, dann sagen wir, dieser Mensch ist in einem absolut erbärmlichen und jämmerlichen Zustand, was er sicher auch öfter so fühlt. Und trotzdem lebt dieser Mensch sein Leben.
Trotzdem ist da ein innerer Motor, mit dem er weitergeht. Er äußert sich auch zu politischen Themen und er ist wirklich aktiv. Er nimmt teil am Leben und ist damit wahrscheinlich gesünder als viele andere. Ja, und das sozusagen sich anzuschauen, dass Gesundheit eben auch mehrdimensional ist und das ist ja auch bekannt, nicht nur von berühmten Beispielen, dass manchmal Menschen, die bestimmte Beeinträchtigungen oder Behinderungen haben, äußerst viel leisten können, weil sie etwas kompensieren und dann da eine Kraftquelle finden. Und das müssen wir ja alles mit berücksichtigen, wenn wir eben einfach nur so den Kopf hängen lassen und sagen, ich bin ein Opfer des Stresses. Was im Ayurveda ganz, ganz wichtig ist, dass wir immer, wenn wir eine Diagnose machen, eine sogenannte umfassende Betrachtung durchführen. Also es geht darum, nicht eben nur den einzelnen Krankheitsaspekt anzuschauen, sondern es geht darum, ein Gesamtbild zu bekommen. Also wir sammeln unheimlich viele Fakten in einer ayurvedischen Diagnose und dann entwickeln wir ein Gesamtbild, also das Lebensumfeld des Patienten, das soziale Umfeld des Patienten, die persönlichen Störungen, Ressourcen, Krankengeschichte, die körperliche Grundkonstitution, wir haben ja eine individualisierte Medizin mit Typbestimmung, die psychische Befindlichkeit, die Kraftreserven. Und all diese Aspekte schauen wir uns an und auf dieser Basis bauen wir dann eben erst einen Therapieplan auf. Wenn wir uns den Stress nun insbesondere aus ayurvedischer Sicht anschauen, dann kann man sehen, dass das Grundprinzip Vata sehr stark beteiligt ist. Das kennen sicher oft auch viele schon. Also ein Regulationsprinzip, das im Organismus für die Bewegung zuständig ist und insbesondere mit dem Windelement zu tun. Also psychisch kennen wir das ja auch, wenn wir sagen, jemand ist durch den Wind. So, und das heißt, dass dieses Vata zu hoch geworden ist und auch zu entsprechenden Symptomen führt und auch eben die vegetative Steuerung verändert. Dazu kommt dann aber das Pitta-Prinzip, das feurige Prinzip, was eben von der Charakterstruktur her ganz oft verknüpft ist mit einem Ehrgeiz und einem auch oft übersteigerten Ehrgeiz. Und Ehrgeiz meine ich jetzt in einem sehr universellen Sinne. Es geht nicht unbedingt darum, immer auf der Karriereleiter hochzusteigen, sondern es geht zum Beispiel auch um einen gewissen Perfektionismus. Also das ist ein Leistungsprogramm, was im Inneren eben stattfindet, wo die Pitta-Persönlichkeit eben tatsächlich immer weiter geht und auch über die Grenzen hinausgeht. Ja, ich bin ab und zu beteiligt an Yogalehrerausbildung und dann sage ich, ja, wenn ihr einem Pitta-Menschen erklärt, was eine 70-prozentige Belastung ist, dann bedeutet das für den, dass der irgendwie bei 110 ist. Ja? Also das heißt, man muss da wirklich auch eine Sprache finden und man muss die Person erreichen, dass überhaupt erstmal ein Gefühl dafür entsteht, was mache ich eigentlich mit mir selbst? Und wie überschreite ich meine Grenzen regelmäßig und immer wieder und fühle mich eben dementsprechend dann auch nicht gut. Das, was dann beim Burnout stattfindet, ist ja letzten Endes, also wenn gar nichts mehr geht, ja, wenn man sich mal so Beschreibungen anschaut von Menschen, die das durchlebt haben, dann ist das ja eigentlich ein akuter Zusammenbruch der psychovegetativen Regulation. Und in dieser Burnout-Situation sehen wir aus ayurvedischer Sicht eben ganz klar, dass alle drei Doshas beteiligt sind. Das ist auch bei allen schwerwiegenden Erkrankungen der Fall. Und dass insbesondere eben auch die Lebensenergie, die ein eigenes Konzept ist im Ayurveda, drastisch reduziert ist. Also die Lebensenergie ist ja etwas sehr Komplexes, was wir auch auf der körperlichen Ebene natürlich betrachten können. Das fängt an bei der Ausprägung der Muskulatur, die schon auch ein gutes Sicherheitspolster ist. Also ein Mensch, der gut trainiert ist und der hat auch in einer Stressphase seines Lebens so ein Stück Kraftreserve.
die auch psychisch sich ausdrückt, weil natürlich sich zu trainieren beinhaltet ja unter Umständen doch relativ oft seinen inneren Schweinehund überreden zu müssen. Also gehe ich jetzt zum Training, gehe ich nicht, ja. Jogge ich heute Abend nochmal, jogge ich nicht und so weiter. Ne? Und ein Mensch, der das gelernt hat, der hat auch eine gewisse mentale Kraft gewonnen. Ne? Und die nützt natürlich. Und das heißt, auf der körperlichen Ebene reduziert sich diese Lebensenergie, es kommt zu Substanzabbau und so weiter. Aber natürlich auch auf der psychischen Ebene. Die können wir naturwissenschaftlich nicht so gut fassen, aber es gibt natürlich da von der Psychologie Fragebögen, die man standardisiert einsetzen kann, wo man auch sehen kann, wie ist das Energielevel eines Menschen, wie ist seine Lebenszufriedenheit und so weiter und so weiter. Und das Problem ist ja nun, dass wir eben diesen Flucht-Kampf-Reflex, der ja ursprünglich dem Stress zugrunde liegt, eben in der normalen westlichen Zivilisation nicht mehr so ausleben können. Manchmal passiert das so bei Autoauffahrunfällen, wo dann die Autofahrer aussteigen und sich anfangen zu prügeln oder so. Das sind dann noch so ursprüngliche Reaktionen, in denen wir das ausleben. Aber normalerweise bleibt das eben als Spannung immer in unserem System. Und der Mensch ist eben ein Kompensationskünstler. Also wir sind immer in der Lage, auch Dinge auszugleichen. Das heißt also, wenn dieses Stressniveau steigt, dann bleiben wir über eine lange Phase in einem sehr stabilen Zustand, wo wir doch immer, wo dann vielleicht schon mal ein guter Freund sagt, hey, irgendwie merke ich, du bist gestresst, siehst nicht so gut aus oder hoffst du, dass du so alt wirst, wie du aussiehst oder so. Das wäre dann die intensivere Variante der Kommunikation, ja. Also irgendwie kommen Signale aus der Umwelt und die Leute sagen, mir geht's gut, ist alles in Ordnung, ich habe das alles im Griff. Und dann ist es eben so, dass nach dieser Phase der Resistenz und der Kompensation, da geht das Ganze eben in den Keller. Und das ist ja auch, wenn ich auch das Thema Lebenswirklichkeit eben von Frauen in unserer Gesellschaft nochmal anspreche, wir haben ja sozusagen über die Emanzipation die Situation, dass viele Frauen jetzt beruflich auch mehr aktiv sind, in anderen Bereichen aktiv sind als früher und dass aber tatsächlich die Zusatzbelastung mit den Kindern und mit Haushalt und mit Familie nicht gleichmäßig verteilt ist in ganz vielen Bereichen. Das heißt, eigentlich ist bei den Frauen eben nochmal die Stressbelastung exorbitant gestiegen, weil sie sozusagen die perfekte Hausfrau sein sollen, die gute Mutter sein sollen, im Beruf erfolgreich, aber dann auch noch sexy aussehen sollen. So, ne? Also es muss alles irgendwie gleichermaßen da sein und das erzeugt natürlich auch Stress und Spannung und auch da kommt es natürlich über diese Mehrbelastung dazu, dass dieses Energieniveau dann dementsprechend sinkt. Aus ayurvedischer Sicht ist das, was wir eine Krankheit nennen, in der westlichen Medizin, das Entwicklungsstadium 5. Das heißt also, bevor eine Krankheit ausbricht und bevor sie deutliche Symptome zeigt, hat sie sich eben auch innerhalb der Regulation des Systems über viele Stufen schrittweise aufgebaut. Und die Idee des Ayurveda, insbesondere weil man damals noch keine Notarztwagen hatte, die Leute schnell ins Krankenhaus transportieren konnten, die Idee des Ayurveda ist deswegen ja auch ganz stark, man versucht Krankheiten zu vermeiden. Man versucht sie im früheren Stadium abzufangen, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass ein Prozess im Gange ist, den man eigentlich auch schwer kontrollieren kann und im Griff kriegen kann. Deswegen ist also auch dann in einer ayurvedischen Diagnostik ganz wichtig, manchmal auf diese kleinen und versteckten Symptome zu achten, die man noch gar nicht so interpretiert als Krankheit, ja? Wo viele dann sagen, stell dich nicht so an und so, geht schon wieder weg, ja? Aber es gibt eben diese Warnhinweise. Und ich denke, dass wir einem Automechaniker
der die Ölkontrollleuchte ausbaut, damit er keinen Ölwechsel machen muss, eigentlich nicht so viel Vertrauen entgegenbringen soll. Also auf diese Warnhinweise nicht zu hören, ist eigentlich nicht so sinnvoll. Ja? Und um nochmal so die Kausalität uns so klar zu machen, ja? Also das Grundproblem im Inneren ist erstmal eben eine falsche Interpretation unserer Wahrnehmung. Und das hat mit einer Instanz in unserem Inneren zu tun, die in der ayurvedischen und yogischen Psychologie beschrieben wird. Das nennt sich die innere Unterscheidungskraft. Das ist eine Fähigkeit, die eigentlich jeder Mensch hat, die aber je nachdem, wie man lebt, mehr oder weniger gut funktioniert. Und diese innere Unterscheidungskraft ist die Instanz, die uns sagt, was tut mir wirklich gut, und was schadet mir wirklich? Es gibt manche Dinge, von denen meinen wir, dass sie uns gut tun. Aber sie tun uns nicht unbedingt gut. Also da braucht man noch so ein bisschen Hinweis. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel aus meinem Vollgasberuf in den Urlaub gehe und ich habe die Städtereise gebucht, wo jede Nacht in einem neuen Hotel ist, dann ist das irgendwie ja auch gut, weil ich kriege tolle Anregungen, ich sehe dauernd was Neues. Wenn ich mir aber das Stress- und Belastungsniveau anschaue, ist das eine eindeutig falsche Entscheidung. Weil ich genauso schnell weiterlaufe und ich will ja an jedem Ort, wo ich bin, auch alles sehen. Das heißt also, dieses Handlungsmuster, in dem ich sowieso dauernd laufe, in dem laufe ich dann im Urlaub weiter. Und wundere mich hinterher, dass ich nicht wirklich erhole. Also so geht es eben um diese innere Wahrnehmung, was tut mir wirklich gut, was schadet mir wirklich. Und das wäre sozusagen der Praxisimpuls aus meinem Vortrag. Nehmen Sie sich zu Hause ein Blatt Papier, teilen Sie durch einen senkrechten Strich dieses Papier, schreiben Sie auf eine Seite, was tut mir wirklich gut, und auf eine Seite, was schadet mir wirklich. Und lassen Sie sich Zeit. Nehmen Sie vielleicht den Zettel sogar dreimal im Laufe von 2 Wochen zur Hand und lesen Sie sich nochmal durch, denken nochmal nach, reflektieren drüber. Ich meine, wenn dann auf der Seite schädlich Ihr Partner steht, ist es ja wirklich ein ernsthaftes Problem. Aber auch das müsste dann vielleicht ein Anlass für Veränderung sein. Aber es geht wirklich darum, diese Faktoren erstmal zu erkennen. Und es geht auch nicht darum, wie, es gibt ja diese Geschichten, der Mann geht die Zigaretten holen und kommt nicht wieder. Also es geht nicht darum, jetzt ganz plötzlich alles, ich habe wirklich eine Kollegin gehabt in einer Firma, der das passiert ist. Man hat vorher die Konten weggeräumt, der hat alles gemacht und der war weg. Vollständig weg. Und sie hat wirklich Polizei, sie hat alle Suchfunktionen und der hat auch Spuren verwischt. Er ist wirklich Zigaretten, so, ich weiß auch Zigaretten einkaufen gegangen und war weg. Das gibt's. Ja? Und so plötzlich und radikal müssen wir das nicht machen. Aber wir können eben sagen, und das ist so wichtig, erstmal an das Positive denken, wie kann ich denn die stärkenden Faktoren in meinem Leben vergrößern? Weil dann reduzieren sich die Schwächenden ja automatisch ein bisschen, weil die Zeit können wir immer nur einmal verwenden. So, jetzt nochmal zurück zur Kausalität. Wenn wir das nicht erkennen und falsche Wahrnehmungen haben, ganz einfach, dann treffen wir falsche Entscheidungen. Die falschen Entscheidungen führen zu falschen Handlungen. Die falschen Handlungen führen zu falschen Gewohnheiten. Und die falschen Gewohnheiten führen zu Imbalance und zu Krankheit. So einfach ist das. Und so einfach beschreibt auch der Ayurveda das in den klassischen Texten. Also vor 2000 Jahren wurden diese Dinge auch sehr, sehr deutlich analysiert. Also es geht darum, dass wir diese Balance, Waage eben wieder auspendeln. Da
muss man sich zum Beispiel mit Arbeitsmedizin beschäftigen und weiß, wenn ich viele Stunden mehr arbeite über das normale Maß hinaus, wird meine Effektivität nicht wirklich überproportional besser. Und wenn ich keine Pausen mache, wird meine Effektivität eher schlechter, weil die Konzentrationsfähigkeit eben auch immer nur limitiert ist und so weiter und so weiter. Also es geht darum, einen Rhythmus hineinzubringen, eine Balance hineinzubringen. Und ganz wichtig für den Ayurveda ist eben auch dieses Bewusstsein des eigenen Körpers. Also in unserer vata-gestörten Gesellschaft ist unser Körperbewusstsein oft ganz stark sozusagen im Kopf und nach außen gerichtet. So am Hals hört das irgendwie schon auf und wir spüren eben ganz oft nicht mehr, was da eigentlich stattfindet. Und deswegen sind auch diese ayurvedischen Manualtherapien was so schön ist, auch für die Psyche, weil wir da anfangen, überhaupt mal wieder zu gucken. Ne? Und in der ayurvedischen Lebensführung wird ja auch die Selbstmassage empfohlen. Und das heißt also, ja, jetzt schon reinkommen. Ich bin so gut wie am Ende. Du bist jetzt dran? Ja. Gut. Wenn du noch erzählen möchtest, ich warte noch. Nein, komm rein. In den letzten Sätzen. Haben einen schrägen Zeitplan. Also, Entwicklung eines positiven Körpergefühls, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dazu gehört auch das gesunde Essen. Das Spüren. Auch in der Ernährung. Was tut mir wirklich gut? Was schadet mir wirklich? Und da natürlich dementsprechend die Maßnahmen zu ergreifen und natürlich ergänzend, wenn schon Störungen und Belastungen da sind, eben sich mit der Ausleitung, Entgiftung zu beschäftigen, mit Pflanzen, die mich stärken, vitalisieren können, mit Entspannungsmethoden, meditativen Prozessen und so weiter und so weiter. Also der Ayurveda hat ein sehr, sehr breites, ein weit gefächertes Therapiespektrum, mit dem wir den Stress wirklich bei der Wurzel packen können. Und ich habe extra einen Tisch ausgelegt. So, damit bin ich eigentlich schon am Ende und vielleicht kann unser Chefkoch dann sogar auch noch sagen, in seinem Vortrag, warum zum Beispiel ein warmer Getreidebrei am Morgen das Stressniveau reduziert. Dann wären wir schon gleich im Ernährungsthema drin. Und wie man zum Beispiel über sanfte Gewürze dementsprechend auch wieder diesen Getreidebrei so gestalten kann, dass der erstens gut schmeckt und zweitens sogar auch unsere Doshas ausbalanciert und unser Gleichgewicht weiter stärkt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und eine ganz guten Nachhauseweg, wenn alles beendet ist und viel Spaß jetzt bei dem Thema Essen.